Kennen Sie schon die neueste Idee der Berliner SPD? Die wollen doch sage und schreibe unseren Staatssekretärin eine Gehaltserhöhung verschaffen. Staatssekretäre in Berlin verdienen über 10.000 Euro im Monat, wohlgemerkt, und sollen jetzt mal eben 1.200 Euro mehr dazu bekommen. Ganz ehrlich, statt dass wir mehr Geld für Staatssekretäre ausgeben, sollten wir die schiere Fülle an Staatssekretären erst abschaffen. 25 Staatssekretäre sind deutlich zu viel. So viel braucht diese Stadt nicht. Und seien wir mal ehrlich, in Zeiten wie diesen, wo jeder nicht weiß, wie er seine Energiekosten bezahlen soll, wie er seinen Tankkosten bezahlen soll, da ist es doch viel besser zu sagen, bitte nicht keine Gehaltserhöhung, sondern Reduzierung der Kosten der Staatssekretäre. Das wäre mal eine richtige Lösung, liebe Berliner SPD.